vor ein paar Tagen habe ich ein Newsletter bekommen und da stand drin, dass man auf gar keinen Fall das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen sollte. Und da dachte ich mir, Mensch, das geht ja gegen alles, woran ich selbst glaube. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Coach und spiritueller Lehrer der Inka-Tradition. Und in dieser Inka-Tradition geht es ja nun darum, alle Erlebnisse, die wir haben, zu unterscheiden oder anzuschauen in leichte und schwere Energie. Wo sind Blockaden? Wo kann die Energie fließen? Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich gucke mir ein Jahr nicht an, dann verdränge ich da etwas. Da lasse ich Blockaden vielleicht dastehen, wo sie sind, aber ich löse sie nicht mehr auf. Und deshalb werden meine Frau Elke und ich, wenn wir unseren Kurs Wünsche 2021 manifestieren, wenn wir den durchführen, werden wir sehr wohl das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Denn wir wollen uns anschauen, wo gab es schwere Erlebnisse und wo gab es leichte Erlebnisse. Und wie können wir die schweren Erlebnisse auflösen und ins Fließen bringen? Und wo können wir uns aufladen mit dem, was nämlich schön war? Und ich glaube auch ganz fest daran, wenn man ein Jahr Revue passieren lässt und es unter energetischen Aspekten tut, dann fällt uns auch auf, wie weit wir gewachsen sind, was wir schon geschafft haben und wie groß wir geworden sind durch die Herausforderungen, die das Leben uns gegeben hat. Und genau darum geht es nämlich am 30. Dezember, anzuschauen, was war schwierig, was war schön, wo können wir Blockaden lösen und vor allem, was können wir tun, damit das nächste Jahr leichter wird. Und so lade ich dich dazu ein, mit uns den Kurs Wünsche 2021 manifestieren zu machen. Denn da geht es genau darum, dass wir die Vergangenheit würdigen und uns anschauen, die Gegenwart lösen und die Kraft nehmen für die Zukunft, damit das nächste Jahr ein ganz tolles wird. Ich freue mich, bis bald und viele Grüße.